Jetzt kommt schon die nächste Generation, kommt schon gar nicht mit ihren Vätern und fragt nach Led Zeppelin Schallplatten. Das finde ich toll. Waren die so gut? Die waren so gut, ja. Da oben. Habe ich mitgebracht vom Konzert. Hey. Ach, auch der Name von dem Laden hier. Kaschmir ist ein Stück von Led Zeppelin. Und auch heute noch 40 Jahre später für den Bremerhavener ein absolutes Lieblingslied aus Zeiten, an die er sich allzu gern erinnert. Es war eine wilde Zeit. Es ist so, da war einfach Aufbruch in der Jugend drin und war politisches Interesse war vorhanden, musikalisches Interesse war vorhanden und so und viel ausprobieren, viel testen und so und dergleichen. Ne? Aber Sie haben ja Ihre Frisur behalten, oder? Von damals? Ja, ja. Es ist weniger geworden, ja. Im Laufe der Jahre. Wie alt sind Sie denn jetzt inzwischen? Ich bin 60. Und jung geblieben durch seine Tochter. Ja. Ihre Tochter ist wie alt? 12 Jahre. Das war das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Absolut. Sie ist sogar Led Zeppelin-Fan auch. Durch Papa allerdings. Wir gucken uns immer so DVDs an und so Musik-DVDs und so. Und dann erzähle ich, wie das früher war und so, ne? Schallplatten, CDs, DVDs. Die Leute bringen, was sie nicht mehr brauchen. Und er verkauft es weiter. Die Palme gerade. Reich wird er damit nicht, aber egal. Die Rockmusik der 70er und 80er ist nun mal sein Traum. Würden Sie sich manchmal wünschen, dass die Zeit wiederkommt oder dass Sie so ein bisschen zurückdrehen können? Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wüsste ich welches Jahr, ja, 70er Jahre. Nochmal zurück. Und dann noch mehr Konzerte. Wo würden Sie hingehen? Jimi Hendrix, Doors, wie gesagt, Led Zeppelin. Stones habe ich bestimmt 7, 8 Mal gesehen, live. Und ich würde auch immer wieder hingehen. Das sind die Rolling Stones, der Best of davon. Und das Besondere ist hier dann, dass das Poster dabei nicht ist, in der Platte, was sehr selten ist. Und im nächsten Leben, was würden Sie da machen als Beruf? Musiker. E-Gitarre spielen. Und perfekt spielen können auch. Das würde ich gerne, ja. Und dann die ganzen Frauen, die Ihnen zu Füßen liegen, die Fans. Ich habe eine gute Partnerin, mit der bin ich auch sehr zufrieden. Haben Sie sich in der Disco kennengelernt? Ja, ich habe Musik gemacht in der Diskothek und da war ein sehr hübsches junges Mädchen beschäftigt hinterm Tresen und wir hatten so einen großen Punktscheinwerfer. Und manchmal habe ich den missbraucht und sie angeleuchtet von der Diskothek, dann ist sie aufmerksam geworden, dann bin ich hingegangen. Und so haben wir uns kennengelernt, ja. Gott sei Dank. Was für eine Liebesgeschichte von einem, der für die Musik lebt. Seine Lebensgefährtin unterstützt ihn, vor allem, wenn es mal nicht so gut läuft. Und dann ein Kunde. Zwei Doppelte sind dabei. Ja, ich rufe den an. Diese LPs sollen in einer Schallplattenreinigungsmaschine auf Vordermann gebracht werden. Okay, danke. Ciao, tschüss. Vorher testet Michael Steffens die Vinylscheiben. Sind grobe Kratzer drauf, bringt das Reinigen nichts mehr. In diesen Sachen kennt er sich aus. Beruflich hatte Steffens übrigens auch mal was anderes gemacht. Eine Lehre als Industriekaufmann in einer Werft in Bremerhaven. Anschließend hat er im Kranbau gearbeitet und im Autohaus. Als er in Amsterdam dann einen Laden mit Secondhand-Platten sieht, sattelt er um. Seitdem ist er seinen Lieblingsbands ganz nah. Eine davon, Deep Purple. Jetzt mein Lieblingslied. Ja. Toll. Wollen Sie auch bitte? Ich kenne das. Das brauche ich nicht mithören. Ich bin versucht mitzusingen. Warum nicht? Also die habe ich immer als Schülerin gehört. Also die nehme ich gerne. Ja, gerne. Wie viel? 2,90 Euro. Hat mich auch gefreut. Dankeschön.